Manuel! Ja! Manuel! Ja! Wo bist denn du? Ja, hier! Wo hier? Hier drin! Was denn da drin? Was ist denn das? Die Abstellkammer? Hey, geh mal raus, boah, du Alter! Ich bin kacken, Mensch! Warum musst du kacken? Ja, wir wollen drehen. Wegen dem muss man ja kacken. Ja, warum? Der brennt nicht nur einmal. Ja, was brennt nicht nur einmal? Unser Afterburner. Oh, Alter, hier stinkt. Ja, meine, das ist halt einfach so, wenn man auf dem Klo sitzt, kann ich da auch nicht so viel. Können wir nachher mal machen. Boah, mach's jetzt mal fertig. Und wie man den Afterburner macht, das zeigen wir euch bei MG Barbecue. Für unseren Rosettenputzer brauchen wir 2 Hotdog Buns, 2 Wiener Würstchen, Cheddar-Käse, scharfe Gewürzgurken, Bacon, MG Barbecue Legendary, eingelegte rote Zwiebeln, rechts oben Infobox, 9 Chili Symphony und Ketchup eurer Wahl. Wie wir aus diesen ganzen Zutaten unsere Rosettenputzer machen, das zeigen wir euch jetzt. Jetzt bereiten wir unser Ketchup vor für unseren Rosettenputzer, aber so wäre das einfach zu wenig Bums. Drum kommt jetzt noch rein 9 Chili Symphony. Das kommt jetzt ins Ketchup einfach noch mit rein. Wie der Teufel so will, habe ich keinen Löffel zur Hand. Egal, wir nehmen die Finger und werden das jetzt mit purer Hand durchrühren. Jetzt bereiten wir unsere Wurst hier vor. Da kommt unser Bacon. Schön in Reihe und Glied. 3 Stück an der Zahl. Unser Würstchen kommt hin. Jetzt kommt Cheddar, deswegen klein geschnitten, schön unten hin. Jetzt rollen wir unser Würstchen über den Cheddar drüber. Und jetzt kommt nochmal Cheddar hin, weil wir wollen ja oben und unten Cheddar-Käse haben. Jetzt rollen wir das Ganze zu. So kommt das geile Würstchen auf den Grill mit Cheddar-Käse. Jetzt bereiten wir was anderes noch vor und dann treffen wir uns schon an der Platte. Jetzt kommen unsere Würstchen halt direkt auf die Feuerplatte in den heißen Bereich, damit es richtig schön kross und heiß werden kann. Und unsere Zwiebeln kommen jetzt direkt aus der Schale, kurz abtropfen lassen. Und dann gleich auf die Platte. Ja, genau so muss es aussehen. Als erstes nehmen wir unseren Hotdog Bun, schmieren dies mit unserem Chili Ketchup. Rechts und links muss eine ordentliche Portion rein. Dann kommt unser Würstchen direkt von der Platte oben rein. Dann kommen unsere scharfen Gewürzgurken. Und obendrauf ein paar richtig leckere karamellisierte Zwiebeln. Und weil das natürlich ein Rosettenputzer sein muss, kommt noch ein bisschen Chili obendrauf. Und da ist er, unser fertiger Rosettenputzer. Jetzt machen wir den zweiten fertig und dann kommt der Anschnitt. Und hier ist er, der Mann mit dem guten Geschmack. Ohne ihn würden wir nicht wissen, wie geil das Essen schmeckt. Genau, und ich habe noch was mitgebracht. Und zwar unser Rosettenputzer. Yeah. Mega geil, wegen diesem Ding war ich schon mal auf dem Klo, weil das brennt nicht nur einmal. Das brennt öfters. Richtig. Aber so soll das da draußen, genau so soll es sein für euch. Für uns werden wir jetzt kosten, wie der schmeckt. So, weil ich kenne noch nicht. Manuel hat ihn schon öfter gemacht und hat gesagt, wir müssen ihn unbedingt nochmal verfilmen. Und jetzt war der Moment gekommen und ich beiß jetzt rein. Also, einen guten auf den Rosetten da draußen.
Hotdog ist natürlich immer so eine Sache, reinzubeißen mit Bart natürlich Horror. Aber geht. Oh ja. Mhm. Hat natürlich mega Bums. Bums, ja. Der brennt wirklich. Der brennt mehr wie zweimal. Aber geil. Das ist ja das. Noch ein Chili-Sinfonie. Da weiß man, was man hat. Auch sehr ergiebig. Also so eine Dose, ich kann euch die nur empfehlen. Die ist sehr ergiebig. Die hält lang. Da braucht man nicht so viel. Genau. So aber sehr geil. So sieht es aus, oder? Genau. Bevor es uns jetzt mir unser Mikro Feuer reinspeien, würde ich sagen, wir hören jetzt mal auf. Macht's mit! Macht's nach! Macht's besser! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben dafür. Kommentiert! Dann wissen wir, welche scharfe Sachen wir für euch als nächstes machen können. Und abonniert unseren Kanal. Sofern das noch nicht geschehen, und vergesst nicht die Glocke unten anzumachen, damit ihr auch jede Woche am Donnerstag um 18 Uhr wieder erfahrt, wenn es wieder heißt. Barbecue!